Pass mal auf, und diese Frau, die tat mir sowas von leid, die hat den Islam so halt sehr gut geredet, so, ne? Ja, und das sehen wir dann zum Beispiel, wenn sie sich nicht damit auseinandergesetzt hat, dass sie dann halt diese Aussagen tätigt. Denn sie hat niemals beispielsweise diesen Hadith hier gesehen, dass Mohammed die Frauen als so Halbhirne beleidigt. So, guck mal hier. The Prophet said, isn't the witness of a woman equal to half of that of a man? The woman said, yes. He said, this is because of the deficiency of woman's mind. Ja, ist die Aussage oder die Zeugenaussage einer Frau nicht gleich mit dem eines halben Mannes? Die Frauen sagten ja. Und der Prophet sagte, das ist, weil sie Mangel an Intelligenz besitzen oder Mangel an Verstand. Also in den Augen Mohammed sind Frauen dumm, weil sie leiden an sie leiden an also sie haben so Mangel an Intelligenz in ihren Gedanken oder was auch immer. Guckt euch das mal an. Wie der Mohammed da sagt, die sind so halb mit halbem Gehirn. Ja? Ein Mann ist gleich zwei Frauen. Das ist unfassbar, weil die Frauen Islam halt, ne, immer runtergebuttert wird. Immer runtergebuttert wird. Ja, hätte die mal wenigstens das herausgefunden, diese Frau, die sich für den Islam entschieden hat, diese Deutsche, die würde den Islam heute nicht annehmen. Ja? Ja, und da hat die so erzählt, dass ihre Eltern halt sehr empört waren und alles Mögliche und dass die halt sehr komisch reagiert haben. Ja, hätten die Eltern ein wenig sich auseinandergesetzt mit dem Islam, sich Hilfe gesucht, Seiten, die den Islam kritisch beobachten und Dinge nach vorne treiben und Sachen zeigen, die sich in den islamischen Schriften befinden, das nehmen und das seinen Kindern zeigen. Ne? Ja, machen die nicht. Die sind faul und dann sehen, dann haben die auch die Konsequenzen. Dann tragen, müssen die auch die Konsequenzen tragen wegen ihrer Faulheit. Und dass sie die Kinder halt machen lassen. Komm, lass die mal. Die soll sich mal für ihren Weg entscheiden. Gut, alles klar.